Konzentration, wenn du in die ersten paar Kurven fährst. Pascal hat's wieder nicht überrissen, ne? Gleich zu Beginn des Rennens wäre fatal. Pascal, was kannst du eigentlich? Wo bist du? Ja, ich hab Stress hier. Ja, konzentrier dich! Ich weiß, ich wollte sofort reinkommen. So, ich hoffe, dass das jetzt hier klappt. Wir haben trockene Bedingungen. Auf was startest du? Ich werde rot-gelb fahren. Ich auch. Ey, ich hatte sonst nicht so ein scheiß Internet, denn jetzt auf einmal. Kreuz. So, Einführungsrunde, ne? So. Oh mein Gott, vielleicht kann ich mich im Start ja durchsetzen. Ich bin ja ein guter Starter. Nö, ich bin auf 11. Bin gespannt, ob Michael irgendwo reinfährt. Danke, Hortek, für den Sub. Vielen, vielen Dank. Würdest du dich jetzt trotzdem in der Zwischenzeit dann, oder? Nee, bei dir, wir reden ja eh nicht so viel, ne? Aber bei den anderen ist ich will gerade sein. Nee, das passt schon. Ich habe jetzt deinen Stream einmal alles ausgemacht, was jetzt hier ging. Ja. Vielen Dank, Hortek, nochmal. Ich bin gerade. Oh mein Gott, ey, ich hab Nasenbluten. Ich hab wirklich Nasenbluten. Du bist 3, ne? Bitte? Du bist jetzt 3, ne? Ich bin 3, ja. Oh, ich bin 11. Ja, aber du hast ja die gute Reifenwahlkappe. Ja. Da hatte ich einmal Hoffnung und dann wird mir die direkt wieder genommen. Alter, MP fährt so dicht hinter mir. Ja, genau, ich lass dich mal auffahren. Entschuldigung, Vollidiot. MP, was soll das? Ach. Was soll der Scheiß? Ich wollte nach links ziehen. Und ja, du hast nicht so dicht aufzufahren. Das haben wir oft genug geklärt, verdammt. Meine Güte. Natürlich muss es dann Michis Freund sein. Ich muss jetzt mit magerem Sprit und niedrigen ERS losfahren. Was soll die Scheiße? Ey, ich glaube, das kannst du noch ändern. Nee, ich kann gerade nichts ändern. Nee, dann zwischen, wenn der Startampel los ist. Ja, da hab ich Stress in Urgroßvater. Naja, glaube ich schon. Simbeck hat die Session verlassen? Was ist denn jetzt? Ja, das kommt davor, wenn du mit WLAN spielst. Das kommt davor, wenn du mit WLAN spielst. Das ist halt ein Schmarrn. Fährt trotzdem mit, aber ich hoffe, er ghostet. Ja. Im Moment ist er ghost. Ich habe gesagt, schon oft genug in der Einführungsrunde nicht zu dicht auffahren. Ich verstehe nicht, warum man da jetzt eine Challenge draus machen muss. Es hat keiner einen Stress. Hey. Michael, Frühstart des Todes. Okay, da gefettfängert. Ja, locker ne. Ja, danke. Hat mich weggehauen? Ja, hat dich weggehauen, ja. So. Also weggehauen, ja, in die Kurve gedreht. Ich hätte am Start eigentlich den Start gegen MH gewonnen, aber ich habe dann gefettfingert in der ersten Kurve. Es hat total ungewohnt, jetzt auf glatten Untergrund zu fahren, also auf trockenen. Also was machen die hier? Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Yo, das war mein Zügel. Toll. Ey. Kennen die Regeln? Wahrscheinlich nicht. Einer hat es, Dennis hat's weggehauen. Oh Mann, Dennis, hat er so guten. Und MP auch. Chaos über Chaos, jeder haut da sein Auto schon zu Schrott hier, ohne Witz. Also Virtual One, da könnt ihr ruhig mal auf. Also wie fährt er denn? Wenn du jetzt zurückkommst, ne? Ich fahre in die Box. Ja.
Vielleicht kannst du. Ja, es ist Blödsinn. Ich mache jetzt ganz soft, also soft halt. Ja. Du halt dann durchgekommen. Ja. Würde ich auch probieren. Musst halt Reifen sparen fahren, ne? Kutscher ist auch in der Box. Den hat's auch erwischt. Aber der hat sich weggedreht. Ah, okay. Ey, moving under braking, aber komplett. Emma bekommt Nasenbluten. Oh mein Gott. Kennt er den? Wie ein junger Gott. Oh nein, jetzt kommt der Konter. Oh mein Gott, ich und MH geben uns gerade das Duell des Todes. Er kommt innen. Oh mein Gott. TJ ist schon halbe Seemeile weg. Ich schalte das mal halt safety aus. Oh Gott, MH. Oh, MH und Malte haben sich jetzt hier in den Haaren. Oh mein Gott, ist das gerade ein spannender Fight. Holy shit. Ich muss jetzt ein bisschen auf meine Reifen aufpassen. Aber ich bin gerade auf Platz 2. Nice. TJ ist mega, mega stark. Ich werde es nachher immer noch sagen, das Duell gegen Emma gerade war eines der geilsten, die ich je gehabt habe, ohne Witz. Das war so spockstark gerade. Wirklich fast über eine ganze Runde haben wir uns duelliert. Ja, da ich öfter bin, versuche ich halt irgendwie deine Punkte zu sammeln. Okay, Julian ist wieder beigetreten. Vielleicht kann das Rennen ja wieder aufnehmen, das geht ja, ne? Sollte gehen, ja. So, ich habe jetzt Vorsprung auf Diamond Wolf ist Dritter. Holy shit. Was gemacht? Okay, ich habe einen schönen Vorsprung auf Platz 3. Ich will jetzt nicht allzu viel riskieren. Versuch. Emma ist jetzt schon in der Box. Ja, vielleicht hat er sich ja. im Duell gegen. Komm, zieh. Emma, los. Jawohl, Emma. Nice. Vor mir ist Malte. Ich versuche jetzt sehr reifensparend zu fahren. Ich hoffe auch, dass das jetzt zur Realität entspricht und nicht mein Internet wieder verkackt und irgendwelche komischen Vorwürfe sind. Mhm. Wie ich damals bei Pete Smeet und hier Dalu war. Ja. Dalu, du bist vor mir, ne? Du bist hinter mir. Ja, genau, das war's. Ich bin überall. Dalu, ich bin überall. Oder? Das war aber auch geil. Da liegt Dalu in der letzten Kurve in der Bahn und dann kommt er wieder nächste Gerade aus der Box raus. Ja. Du bist einfach so geil aus. Aber wenn jetzt Bräuter dabei wäre, hätte ich jetzt gefragt, ob der da wirklich vor mir fährt, ey. Mhm. Weil ich habe mich vorhin schon gewundert, da ist TJ die ganze Zeit so extrem langsam vor mir gefahren. Hab mir auch im Q1 halt, hat mich komplett aufgehalten. Wie viel Prozent hast du? 16. Ich habe jetzt nach 3 Runden das höchste 8. Okay.
Also MH, entweder ist es nicht der echte oder hat Probleme, weil auf die Soft kommt er gerade überhaupt nicht zurück. Okay. Heißt Push, dann kriegst du nämlich, denke ich. Und sogar uns beide, Malte und mich. Mhm. Du wechselst Anna auf Soft, ne? Ja. Ja, da würde ich aufpassen, gleich nach der Box, die so eine halbe Runde, da sind die Reifen extrem empfindlich. Okay. Hatte ich zumindest gerade. Also ich habe mich in dem schnellen Rechtsknick, kurz vor Schluss des Endes des ersten Sektors, das wäre gedreht. Mhm. Danke. Ich krieg die Nase bluten, ey. Der Abstand zum Führenden beträgt 5,8 Sekunden. Aber das Rennen ist lang. Mhm. Bis auf MP ist noch jedem Rennen. Und Dennis. Die beide haben ja das Auto gegen die Wand geschmissen. Ja. Oh, ich möchte jetzt schon wieder mit ERS rumspielen. Ich möchte das jetzt nicht so wissen, mit was du alles rumspielst. Im Moment mit meinem Auto und mit ERS. Ja, relativ frei, wenn ich es dann auf dem Minimap zu sehen. Mhm. Was ist wie in der echten Form 1 hier? Ich komme nicht ins DRS-Fenster. Das ist mies. 1,5 Sekunden durchgehend, schon drei Runden. Kutscher hat MH geholt. Mhm. Der Kutscher ist im Trockenen saustark, ne? Mhm. Ja, ist auch gerade auf Supersoft. Meine Reifen sehen ganz gut aus. Die Temperatur ist okay. Und da macht er den Fehler, Malte. Das muss ich auch wissen. Ach, kein Blödsinn, Pascal, ne? Ja, da ist wieder auf Geschwindigkeit. Oh, Malte, mach du keinen Blödsinn. Also ich glaube, ich bin vorbei, wenn es der echte ist. Ich bin mir erst sicher, wenn es am Ende auf dem Tableau steht. Ja. Aber alles clean. Ich bin jetzt vorne. Na, Christian clean. Sorry. Der wäre ich ungern. Dann ist meine Karriere nämlich nicht lang. Ja. Ach, jetzt weiß ich, warum Malte ist er auf Supersoft. Dann never mind. Puh, stressig. Ah, Kutscher weg, glaube ich. Hast du Kurve gedreht? Bin mir nicht sicher, ob meine Reifen halten. Ich glaube nicht. Das ist schwierig. Sonst müsstest du zum Schluss noch mit dem Ultrastint raus.
Ja. Aber es sind auch viele auf Supersoft gewechselt. Also der Einzige, der auf Soft gewechselt ist, ist glaube ich bisher Emma gewesen und der kommt gar nicht zurecht. Mhm. Ich merke, wie mir die Reifen langsam ein bisschen schwächer werden. Aber ich kann den Abstand zu TJ mittlerweile halten nach der Anfangsphase, nach der Duellierphase. Also er zieht jetzt nicht allzu krass weg. Okay, das ist komisch. Was denn? Also der Abstand zum Malte in der Sekunde ist ungefähr richtig, Anzeige, aber bei Julian stehen 8 Zehntel. Okay. Aber der ist locker 3 Sekunden weg. Anzeigebug vielleicht. Oh, okay. Ich weiß auch nicht, ob Julian jetzt wieder drin ist, also ich kann es ja nicht sehen. Bei mir ist ein Boxenstoppfenster offen. Ich glaube, ich werde noch eine Runde draußen bleiben. Ich weiß halt nicht, wie die Reifen von TJ sind, ne? Ich spare auf jeden Fall meinen ERS auf, damit ich in meiner Outlap mit den frischen Softs pushen kann, so gut es geht. Ja. Ich bin auch fast die ganze Zeit auf Standard, das heißt, ich versuche zum Schluss noch ein bisschen Reserven zu haben. Ja. Ich bin jetzt auch, seit ich Malte überholt habe, auf Standard. Mhm. Ich habe auch nach hinten 9 Sekunden, also da bin ich auch. Ja, ich habe jetzt auch 2 Sekunden, Malte. So. TJ bleibt noch draußen eine Runde, ich werde das auch noch tun. Dann werde ich reinfahren. Du bist jetzt 10 Runden gefahren. Ich bin nur auf 9, das heißt, muss ich überlegen, ob ich Ultra oder Supersoft fahre. Ich hole pro Runde so 2-3 Zehntel auf TJ auf. Wie viel Abstand ist der? Ich bin jetzt 5,8. Nach dem Duell mit Malte und Co. waren es glaube ich 7,3 oder so. Es hat jetzt noch eine Runde gefahren, ne? Ja, und ich fahre jetzt in die Box, bin gespannt, was er macht. Er bleibt draußen. Mhm. Sehr gut, kann ich den Undercut probieren. Dass ja nicht zu schnell fahren. Kommen Sie. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
Also bei Julian, ich hab's jetzt erstmal einen Tag gesehen, da ist rote. Warte kurz. Vorne? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, okay. Passt. Ich hab grad richtig Nasenbluten, weil Julian leckt vor mir. Okay. Simbeck, meinst du? Ja. Ja, das ist. Muss ich ihm sagen, dass er unbedingt auf LAN-Kabel umsteigen soll. Also, ich hab grad ein bisschen Angst, wie mein Frontflügel fliegt gleich. Ich hoffe, er fliegt jetzt einfach in die Box ab. Weil Malte und. Ich glaub. Wer fährt? Earl, ne? Fährt doch. Ja, Zondül ist nicht da. Earl und. Malte waren gerade in der Box. Mhm. Warte. Bin gerade im Pushen, ne? Mhm. Okay, TJ ist vor mir raus. Ja, es sieht weniger aus von der Map. Mm, ein bisschen weniger ist es geworden. Wolf und Wald ist. Ja, es sind nur 4,8. Ich hatte in der 8. Runde auch richtig in Nasenbluten bei Reifen wechseln, weil ich gedacht habe, ich wäre auf der weichesten Reifen und bin halt ganz schnell 2 nach links und bin fast auf Inders gewechselt. Mhm. Das ist krass. Das ist ein Sepp gemacht, ne? Ja. Ja, dann hätte ich mich aber selber geärgert und nicht das Spiel beschuldigt. Ja. Julian, fahr mal in die Box. Oh Gott, hör auf zu laggen. Oh nein, ich mach eine Runde. Oh Gott, Julian! Oh Gott, was ist das denn? War gerade vor mir und jetzt ist er wieder 100 Meter vor mir. What the fuck? Ich hoffe, dass du da halt durchkommst. Ich push gerade richtig hart auf TJ. Rennhalbzeit ist jetzt gerade. Boah, wieder der Rechtsknick. Und? Oh, Diamond Wolf? Ja. Hinter mir, ich hab's genau gesehen. Ah, schade. Der Knick, oder wie? Ja. Oh, weia. Er hat schon 3 Opfer gefordert jetzt. Ja, fast 4 mit Kutscher. Ja, Julia, ich hab die Box. Halleluja. Hm. Oder doch nicht? Oh Gott. Oh doch. Podium, hey. Du wirst angezeigt. Du kannst aber nicht durchfahren, oder? Na, 39%, 14 Runden. Könnte sich ausgehen mit Nasenbluten. Aber halt am Ende halt. Ja. Sind die Reifen komplett im Arsch, ne? Ich habe jetzt Emma hinter mir, ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Mhm. Alter, Emma war in der Box. Wie kann der jetzt so schnell sein? Alter, ich glaube, Emma holt mich.
Weil ich glaube, es gibt ja auch nicht mal diese ominöse Grenze von 80% Reifenplatzer. 75. Das ist manchmal sogar 75. Ah. So, ich brauch's jetzt ein bisschen Ruhe, ne? Ja, ich sehe es auf der Map. Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,8 Sekunden. Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplan ziehen. Holy shit, seid ihr schnell. Thank you.
2 Sekunden noch mehr. Nein. Rechtsknick vorm im ersten Sektor. Mm. So, jetzt heißt es durchkommen. Nur noch Punkte, Ränge. GG, nicht zu viel Glück. Wenn ich mich nicht in der Maus setze, ist ein Punkt sowieso da. Gespannt, wer das bessere Reifenmanagement hat von uns beiden. Was bei euch vorne? Ja. Das sieht so aus, als wenn du jetzt auch so in diesem 1,5-2 Sekunden Bereich bist, oder? 2 Sekunden, ja. Muss ich hier noch quer rechnen, ob das reicht, ey. Nach meinen Berechnungen sollte ich 76-77% haben am Ende. Das ist das Risiko, ne? Ah, fuck, ich weiß nicht.
Die Pace ist ja da. Ich habe noch nicht wirklich, also es lässt zwar nach, aber es geht noch. Okay. Weil der Vorsprung relativ groß ist. Und MH das gleiche Problem, glaube ich, hat. TJs Reifen lassen nach. DRS. Nice. Ja, TJs Reifen sind durch. Das hat ja eine Top-Pace jetzt gefahren, die letzten Runden. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ja, moin. Persönlich besser. Nice. Also wie gesagt, vom Fahrerischen her habe ich wirklich kaum Probleme. Ich habe jetzt keine Zeit, sorry. Tut mir leid. Alles klar.
70%. Sparen wir mein ERS jetzt für eine letzte Attacke auf. Er hat Probleme mit dem Reifen. Mhm. Fuck, mach ich jetzt Risiko oder nicht? Das ist immer fuck.
mein Gott! Was war das für ein Rennen? What the fuck? Holy shit! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Ich bin am Ende! Oh mein Gott, ich werf alles weg! Was für ein Rennen! Und Michael schmeißt in der letzten Runde weg! Dritter, Dritter! Nice, Dritter. Pascal! Absolut und nice! Drüber! Oh mein Gott! 78%! Puhuhu. Nice, auch überholt in der letzten Runde, du! Oh nice! Yikes! Ah, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für ein Rennen! Jetzt kann ich auch wieder das Türen machen. Das war mit TJ über die letzten 10 Runden, wo ich auf 2 Sekunden an ihm dran war. Boah. Also ich habe viel gerechnet, aber nicht... Ich habe viel gerechnet, wie gesagt, aber nicht, dass ich hier gewinne. Echt nicht, wirklich nicht. Nice. Oh mein Gott. TJ hat nämlich in der vorletzten Runde... Hat er nämlich gefettfingert im Links-Rechts-Knick. Und ab da war ich so knapp an ihm dran. Ja, du hast deine erste Kurve inne überholt. Ja, ja, also ab da war ich noch näher dran. Und ich habe halt... Ich habe ERS aufgespart und habe die letzten 2 Runden habe ich mit ERS komplett gepusht. Und ich hatte ihn dann, ohne Witz. Boah, nee, ey, geil. Ich muss aufs Klo. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Bin gleich wieder. Ich muss aber auch mal. Oh mein Gott. Kurve, in dieser Rechtskurve, wo es auf die Schikane zugeht, hi Banshee, bist du in der ersten oder zweiten Runde komplett aufs Kies gefahren. Dann dachte ich, ja gut, dann hat er es jetzt verrissen. Und auf einmal bist du wieder genau vor mir. Holy shit. Das hatte ich auch einmal. Also dieses Rennen war einfach nur... Also wir müssen gleich mal dazu sagen, was ich so mitbekommen habe, Julia muss unbedingt mit LAN-Kabel fahren. Ja. Weil das... Ja, ich hatte davor aber nie Probleme. Ja, es ist das Problem ist halt, dass Pascal halt eine Zeit lang mit irgendwie gekämpft hat oder so und halt du die ganze Zeit teleportiert hast und er wusste halt überhaupt nicht, ob er jetzt Gas geben soll oder bremsen, das war halt ein bisschen problematisch. Ja, also, oh mein Gott. Ja, das war eine Runde mal mit dir, Julian, da bist du glaube ich in der letzten Kurve, halt, also dein Bot oder was auch immer, weit rausgekommen und dann musste ich voll in der Eisen gehen und dann warst du auf einmal wieder 200. Ja, da war der Bot noch unterwegs. Ja. Dann warst du dann 200 Meter vor mir dann auf einmal. Also ich hatte schon Nasenblut nur meinen Frontflügel. Also ich weiß nicht, ob wer irgendwer was gesehen hat, aber ich und TJ, holy shit. Ja, ich hab... Ey, du bist mir so auf die Eier gegangen, ne? Ich bin 100% letzte Runde gefahren und der immer 2 Zehntel pro Runde schneller als ich. Und ich denk mir so, what the fuck, was macht der Junge? Ich bin aber, ohne shit, ich bin auch das erste Mal, ich glaube, ich habe noch nie so ein perfektes Rennen gefahren. Absolut fehlerfrei. Ich habe ein, zwei Mal habe ich auch im Rechtsknick gefettfingert. Da habe ich wirklich auch mein Auto schon in der Wand drin landen sehen. Und ich habe in den letzten 2 Runden, habe ich mir einfach ERS aufgespart, habe es dann voll rausgedrückt und habe dann noch 0,2 Plus-Runden gehabt. Auch nochmal rausgedrückt. Und das hat sich dann in der letzten Runde bezahlt gemacht. Das war so perfekt. Ohne Witz. Aber, wie gesagt, faires Rennen und so. Aber ich weiß nicht, ob du da mitbekommen hast, aber als ich dich attackiert habe außen, hast du mich am Kurvenausgang, hast du mich komplett ins Kiesbett geschickt. Wo? Also ich möchte hier keine Absicht unterstellen, sondern einfach nur, dass das passiert ist. Welche Kurve? Welche Kurve? Kurve 1, wo ich außen attackiert habe, weil du ja innen warst. Und dann sind wir zu zweit durch die erste Kurve gefahren und da hast du mir einen leichten Treffer gegeben. Dann habe ich das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe mir gar nichts touchiert, weil ich extra noch im Rückspiel geguckt habe, ja. Also wenn, dann war das wirklich keine Absicht. Definitiv nicht. Nein, alles gut. Du bist am Ende besser gefahren als ich. Ja, ich hatte ja, nachdem ich am Anfang mit MH extremes Duell am Start hatte, hatte ich ungefähr, glaube ich, 7,5 Rückstand. Dann hatte ich einen Undercut, dann waren es, glaube ich, 5,8. Und dann die letzten 15 Runden, 2 Zehntel, 2 Zehntel, 3 Zehntel, 3 Zehntel. Und zum Schluss war das einfach nur so krass, ey, holy shit. Ey, du bist mir so auf die Eier gegangen, ne? Und mein Teamkollege die ganze Zeit, der Julian die ganze Zeit, komm, hol dir den Sieg. Ich so, das steht noch nicht fest hier.
Achso, ja, stimmt, Julian ist ja dein Teamkollege, ja, stimmt, ja. Naja, wie gesagt, GT, also war wirklich gut. War extrem geiles Rennen, muss ich auch sagen. Also es tut mir mal leid, wo ist denn Dennis? Dennis, was war los? Ich will nicht drüber reden. Ich habe nur gesehen, erste Runde, MP und Dennis gleich mal die Wand geknutscht im Rechtsknick. Ich habe ihn am Start sogar noch überholt und war Vierter. Ja. Ey, ich kann nichts dazu sagen, ich bin einfach nur pissed und enttäuscht und keine Ahnung. Kann ich verstehen. Michi, wie sieht's mit dir aus? Ich habe da mitbekommen, in der letzten Runde hast du auch gefettfingert. Ja, ich war mal selbst dann leicht dezent gefettfingert. War das auch der Rechtsknick? Ach, du warst der Red Bull, ne? Richtig. Ich hab dir so gesagt, was macht der Junge da? Ich hab die 5-6 Runden vor Ende, hab ich nicht so ranfliegen sehen, da musste ich Sprit sparen, deswegen hab ich so gesagt, okay, 5 Sekunden, eine Runde später, 2 Sekunden. Hab ich so gesagt, okay, alles klar, der geht vorbei wie ein D-Zug. Letzte Runde, links-rechts-Knie, fährt er mit 200 Sachen frontal in die Mauer. Ich dachte nur so, was? Ja, ich wollte es irgendwie verteidigen, aber nee. Ah, oh, scheiße. Also, was ich mitbekommen habe, und da war ich am Anfang wirklich sauer, also ich habe schon so oft gesagt, lasst in der Einführungsrunde Abstand. Und dann fährt mir MP volle Kanne drauf und ich bin dann zu ihm rüber in den Chat und habe gesagt, das sei mir nicht böse, aber du, ich habe das so oft gesagt und das geht mir einfach am Arsch, weil ich habe extra ERS und Sprit auf 1 runtergedreht und jetzt musste ich so starten. Jetzt habe ich, während die Ampel auf Rot von Rot auf Grün ging, habe ich irgendwie versuchen müssen, mein ERS und meinen Sprit wieder anzustellen und das war halt extrem nervig. Und dann hat er in der ersten Runde die Karre gleich mal in die Wand gehauen, was natürlich schade ist. Aber da war ich echt kurz pisst. Und der Start mit MH war sowieso mega. Holy shit. Das war echt, das war geil. Ja. Krass, was irgendwie vor. Es war auch wieder so, ich glaube, ein Switchback hatten wir und dann, boah, drei, vier Kurven, wirklich. Ja. Beide nebeneinander. Ja. Ich wollte einfach nur den Crash vermeiden. Dann warst du vorbei und irgendwie, weiß ich nicht, in der dritten Runde, kurz vor Ende Sektor 1, weiß ich nicht, irgendjemand ist mal hinten reingefahren und ich habe die Wand knutscht. Frontflügel verloren, ab in die Boxengasse, auf Soft gegangen. Aber von mir war keinerlei Problem, oder? Ich habe dich nicht berührt. Nee, überhaupt okay. Nicht. Da war gar nichts. Wenn da irgendjemand ist mir hinten reingefahren, das war glaube ich, auch nicht 100% unschuldig, glaube ich. Also deswegen will ich da niemanden anschwärzen oder so. Auf jeden Fall war es am Ende auch richtig knapp, weil auf Soft nach der dritten Runde meine Reifen, weil vorne links war bei mir bei 76%. Ja, aber Pascal vor dir auch. Also der hat auch mit. Ist auch durchgefahren, ja, ab Runde 3. Ich habe am Ende extrem nochmal aufgeholt. Mhm. Wie auch immer. Obwohl ich selber komplett am Ende war mit den Reifen. Musste halt am Ende noch gucken hinter mir. Hat halt 5 Sekunden Zeitstrafe gehabt. Nehmen am Ende 6 noch übrig. Ja, aber. Ja, hat Bock gemacht. Definitiv. Ja. Ist irgendwer, jetzt möchte ich gerade mal was vorweg fragen, ist wer mit der Teamaufteilung so nicht zufrieden? Oder hat wer das Gefühl, er wurde im Rennen benachteiligt, irgendwer hätte eine Strafe bekommen sollen? Das ist ja auch irgendwo jetzt ein Briefing und deswegen möchte ich das jetzt gerne wissen. Teacher, wenn du jetzt sagst, ich soll eine Strafe bekommen, dann hau ich dich. Ey, ich direkt über gefrontet werde hier, das ist doch... Aber ja, ich bin dafür, dass du eine Strafe bekommst. Okay, danke. Nämlich wenigstens 1,8. Genau 1,8, alles klar. Also bitte, gibt's irgendwas, was ich wissen sollte? No, Sir. Also, von Teamseite her nicht, ne. Tschüss. Okay. Dann komme ich mal wieder um die Ecke. Ich verpace technisch 1,1 Sekunden hinter dir. Und ich weiß nicht, ob ab dritten Platz da irgendwie dann die Leute angefangen haben, sich zu drehen oder so. Aber ihr wart halt, die ersten beiden waren 30 Sekunden vom restlichen Feld komplett entfernt. Was für mich halt nicht von Ausgeglichenheit spricht. Und ich habe auch abgesehen davon, dass ich mir einmal den Flügel angehauen habe, weswegen ich glaube ich 5 Sekunden oder so verloren habe, bin ich komplett fehlerfrei gefahren und hatte keine Chance an irgendwen ranzukommen. Also Malte hat mich kassiert, als würde ich mit einem GP2-Engine fahren. und ja, also ich war zwischenzeitlich auf dem 5. Platz und hatte 0 Chance, den irgendwie zu verteidigen. Also ich bin mit meinem McLaren auf jeden Fall nicht zufrieden. Okay. Dann werden wir sich das auf jeden Fall bis zum nächsten Sonntag anschauen. Jo. Okay. Gibt's sonst irgendwas? Irgendwer, wir haben reingefahren, irgendwer, wie gesagt, fühlt euch frei, euch auszusprechen. Kann man der Mauer öffnen? Bitte? Kann man der Mauer eine Strafe geben? Ja, der Mauer gebe ich eine Stop-and-Go-Strafe. Ja, also die am Start mit der ersten Kurve bei mir einen Frontflügel kaputt gefahren. Bitte? Hast du dir in der ersten Kurve einen Frontflügel kaputt gefahren an mir oder war es später?
Warte mal, du warst es, oder? Nee, was? Er ist das Torosso, war er, ja, Torosso, mein Teamkollege. Nee, da standen wir zwar zu dritt in der ersten Kurve nach dem Start. Ja, du hast mich dann so in die Kurve reingeredet, ich konnte es zum Glück noch abfangen. Ich wurde auch komplett weggeschoben. Also ich weiß nicht von wem, aber... Also Kettenreaktion. Ja. Schade. Und Moving Under Braking muss man auch noch mal, dass das nicht so extrem ist. Also nicht, dass er jetzt inne fährt und dann kurz vor der Kurve wieder nach außen dann. Das hat immer perfektioniert. Weil das hat mir nämlich von ich glaube, es war ein Haas, glaube ich. Okay. Also Emma, als ich versucht habe, an dir vorbeizukommen, bist du kurz vor Ende einfach nach rechts, links die ganze Zeit so in Schlangenlinie gefahren. Ich weiß nicht, ob es an der Lobby lag, aber ich werde auf jeden Fall mehrfach fast hinten reingeballert. Weil von der Endschubrunde oder wann? Nee, im Rennen, dritte Runde oder so. Dann war's, das war kurz bevor du in die Box gefahren bist, okay. War ich hinter dir, dann habe ich dich eigentlich überholt. Dann warst du hinter mir, hast mich dann gedivebombt in der Kurve. Dann musste ich dich halt wieder vorbeilassen, dann habe ich versucht, dich zu überholen, habe dich dann wiederum gedivebombt, weil ich mich komplett verbremst habe und dann waren wir beide im Gras. Ja, stimmt, da habe ich einmal ganz kurz gesagt, ey, was ist mit dir los? Kurz vor der Boxeneinfahrt, die letzte Kurve da. Genau, davor bist du halt Schlangenlinie gefahren und hast mich halt voll rausgedrückt. Ja, da, weil ich habe halt, konnte das Auto kaum steuern, weil der Frontflügel halt dick war. Hm. Wenn du dann beide gedivebombt habt, dann erübrigt sie das, ne? Naja. Aber ich wollte auf jeden Fall auf meiner Seite Entschuldigung sagen dafür, dass ich dich da rausgedrückt habe. Das war vollkommen unabsichtlich. Ist ja nichts, passiert, musst du sowieso nicht. Ich hoffe, da war jetzt auch nichts, dass dich da aus dem Konzept gebracht hat. Das Problem bei manchmal ist, da ich eigentlich alles manuell fahre, also ERS, ne, und dann manchmal mit Sprit und wenn du an die Box fährst, ne, dann guckst du manchmal darauf und dann fuck, du musst ja jetzt bremsen. Das ist manchmal. Boah. Das ist mir einmal passiert, das war glaube ich halt das. Ich würde jetzt nochmal vor allem jetzt, weil Kutscher halt wirklich das schwächste Auto hatte, ist das okay für dich? Lagst du wirklich an der Startposition, dass du nicht weiter vorne warst oder fühltest du dich auch von der Performance mit deinem Fahrkönnen, sage ich mal, benachteiligt? Ich habe jetzt mal die Rennpace geguckt, ich war immer so 14 hinter dir, glaube ich, am Ende auf den Soft. Ich habe mich aber auch einmal weggedreht, da war ich selber schuld, ich weiß nicht, wo ich hätte landen können, also... Also für dich ist es auch okay. Noch mal gucken. Erstmal würde ich sagen, ja, ich fahre nochmal in Bahrain und dann sehen wir, wie lange. Ist nicht das nächste China? Nee, Bahrain und dann China, glaube ich, ne? Ja, okay, gut. Ja, da werden wir dann vielleicht ein trockenes Qualifying in Bahrain, vielleicht, ja. dafür ist das Rennen dann im Regen in Bahrain, das wäre auch mal geil. Ja. In Bahrain wird es schneien, glaube ich. Ich mache jetzt ungefähr bis 8:30 mal Pause. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt oder so, möchte ich mich gerne von euch verabschieden. Es war wirklich, und nicht nur, weil ich gewonnen habe, es war wirklich ein Heidenspaß. Es hat mir am Anfang mit Emma das Duell und dann noch zum Schluss nochmal mit TJ, das war so fucking intens. Und ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid in diesem Community-Projekt. Ist ja quasi jeder ein Teil davon. Es freut mich sehr, dass alle ihren Spaß haben, hoffe ich zumindest, solange bis sie nicht ausfallen, ne? Nicht wahr, Dennis? Und ach, Dennis, der verkraftet das schon. Ja, tut weh. Und, Autsch. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. Ich mache dann noch mit der Nuzlocke Challenge im Pokémon weiter. Wie gesagt, ein kurzes Päuschen, so bis 8:30 rum. Und danke, wie gesagt, nochmal an jeden. Ich werde auch nochmal mit MP schreiben. Ich hätte ihn jetzt unbedingt nicht so anbrüllen müssen direkt. Es war halt, ne, kurz vorm Start und da kochen die Emotionen ja bekanntlich über. Und ja, wir sehen uns dann nächsten Sonntag in Bahrain. Ich freue mich schon drauf. Trainiert fleißig, wir können auch gerne. Vielleicht mache ich da noch einen extra Raum im Discord auf, dass man vielleicht sich Private Training Sessions sich organisieren, dass man sich zusammenschreibt, wenn man so 4-5 Leute immer sind, wenn man gemeinsam trainiert, ist das sicherlich auch nicht schlecht. Und jo, ich bedanke mich auf jeden Fall, jetzt auch von der YouTube-Version. Ich lasse das Briefing wahrscheinlich drin, was denke ich mal nicht uninteressant ist. Und wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, wollen wieder in die falsche Cam geguckt, man kennt ihn. Das Monte-Problem. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke für den Applaus, für den Sieg. Ich fühle mich geehrt. Daumen nach oben für die erste Folge quasi von diesem großen, großen Community-Projekt, für den Sieg und verabschiede ich mich. Ciao, ciao. Macht's gut. Haut rein.
Tschüss. 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 Tschüss.